Herzlich willkommen bei mir zu Hause und schön, dass du dabei bist, jetzt wo die Stewa 2020 beginnt. Leider nicht in Schwangau, so wie eigentlich geplant, dafür bei dir, bei euch zu Hause. Ich weiß nicht, ob du letztes Mal dabei warst bei der letzten Stewa, wo ich ein ganz, ganz großes Versprechen abgegeben habe. Ich möchte euch das mal ganz kurz zeigen. Schaut mal kurz mit rein. Wer ist dafür, dass wir noch länger hier bleiben? Noch eine Woche! Ja, leider kriegen wir das nicht hin. Aber ich verspreche euch, nächstes Jahr, 2020, gibt es wieder eine richtig, richtig gute Stewa. Und etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Etwas, was es noch nie gab. Und zwar, na, das verrate ich euch natürlich nicht. Das müsst ihr erleben, wenn ihr nächstes Jahr, 2020, wieder zur Stewa kommt. Ja, leider, das konnte ich jetzt auch nicht ahnen. Ja, hat Corona einen ganz großen Strich durch die Rechnung gemacht und ich konnte mein Versprechen nicht einhalten. Das tut mir sehr, sehr leid. Aber ich bin trotzdem unheimlich dankbar, dass wir gemeinsam auf diese Art und Weise jetzt gemeinsam diese Stewa feiern können. Stewa 2020. Super, dass du dabei bist. Und es gibt ja so drei Voraussetzungen, um dann am Ende auch wirklich dieses Stewa-Abzeichen zu bekommen. Und das erste, die erste Bedingung dafür ist, dass man sich eine alternative Schlaflandschaft aufbaut. Das heißt, ein Zelt im Wohnzimmer oder im Garten oder sonst irgendeine kuriose, verrückte Idee, egal was ihr macht. Ich hoffe, ihr lasst euch da wirklich was Gutes einfallen. Und ich stelle mir jetzt mein Zelt in den Garten und ihr könnt da gerne dabei sein. So, meine Schlaflandschaft steht schon mal und ich bin gespannt auf deine. Ich hoffe, dass ich ein paar Bilder von dir zu Gesicht bekomme. Das ist auf jeden Fall mal die erste Herausforderung für die Stewa. Eine gute Schlaflandschaft. Schlaf nicht in deinem Bett, sondern irgendwo anders, völlig egal wo. Das kriegst du hin. Das nächste ist, nimm an der Challenge des Tages statt. An jedem Tag gibt es eine Herausforderung, eine Challenge, an der du teilnehmen kannst. Und heute wartet die erste auf dich, ich will aber noch nicht zu viel verraten. Das dritte ist, das, was du jetzt aktuell schon machst, nämlich nimm an den täglichen Angeboten teil, all das, was wir auf YouTube anbieten. Und wenn du das alles tust, wenn du das alles machst, dann bekommst du von uns das Hashtag Stewa20BY-Abzeichen. Stichwort Hashtag. Die Stewa zu Hause, die lebt jetzt davon, dass wir durch Bilder, die wir posten über Instagram oder Facebook oder die ihr uns zuschickt, dass wir das miteinander teilen, dass wir erleben können, was ihr denn zu Hause alles so macht und treibt. Deswegen seid ihr gebeten eingeladen, Bilder zu machen, Videoclips zu drehen, alles Mögliche und das zu teilen durch zwei Möglichkeiten. Entweder zu posten über Instagram oder Facebook und verwendet da bitte unseren Hashtag, das seht ihr unten eingeblendet, Hashtag Stewa20BY. Und idealerweise erwähnt ihr auch immer Adventjugend Bayern. Ja? Weil dann können wir sowas auch immer reposten und dann auch auf unseren Plattformen weiterleiten. Und das andere ist folgendes. Wir möchten euch einladen, eure besten Bilder, all das, was ihr zu Hause macht, aber die guten Sachen, dass ihr das uns per E-Mail zuschickt, damit wir ganz am Ende dieser Stewa einen Rückblick davon machen können. Schickt das an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse. Ja, jetzt will ich gar nicht mehr lang rumreden. Ach ja, vielleicht noch eine Sache. Und zwar unter all denjenigen, die etwas posten und ein Bild schicken, unter all denjenigen verlosen wir einige sehr, sehr gute Dinge. Wir verraten noch nicht was, ja, im Laufe der Stewa werdet ihr das sehen, aber wir verlosen einige coole Dinge. Das soll ich nochmal einmal mehr motivieren, auch tatsächlich was zu posten oder uns zuzuschicken. So, und nun wandere ich mal zu meinen beiden Obmännerkollegen, zu Tisi und zu Matze, um die Stewa endlich offiziell zu eröffnen. Hiermit erklären wir die Stewa 2020 für eröffnet.
Sack und die Isomatte müssen trocken sein. Und dann hauen wir ab, Erkundungsgang am Platz. Die Gruppenleiter schuften noch und wir machen Rabatt. Ja, auf der Steba, da ist immer was los, ja, auf der Steba. Und der Spaß ist groß, ja, auf der Steba. Wir sind alle da, ja, auf der Steba. Hurra! Viele Leute kennt man lange nicht gesehen, doch auch fremde Jungs und Mädels sieht man hier und stehen. Wir treffen uns gemeinsam im Versammlungszelt. Singen, zuhören, lachen ist, was uns gefällt. Ja, auf der Stäbe, da ist immer was los, ja, auf der Stäbe. Und der Spaß ist groß, ja, auf der Stäbe. Wir sind alle da, ja, auf der Stäbe. Das ist Thomas. Er ist vor kurzem Gruppenleiter bei den Pfadfindern geworden. Darauf ist er ganz schön stolz. Früher war er schon leidenschaftlich gern Pfadfinder. Als Kind hat er dazu ein tolles Pfadfindermesser geschenkt bekommen. Das hat er heute noch. Ob sich Thomas wohl noch an die wichtigsten Regeln zum Umgang mit dem Messer erinnert? Ah, da sitzt Alena. Aber stopp, mit was spielt sie denn da? Thomas, hast du das auch gesehen? Wie lautet die erste Regel? Gut gemacht, Thomas. Ein Messer ist nämlich kein Spielzeug, sondern ein Werkzeug. Du Thomas, dieser Stock eignet sich doch hervorragend zum Wandern, zum Beispiel für die Stewa. Hübsch verziert wird es sicher noch einiges mehr hermachen. Thomas,
Thomas? Thomas? Mensch, Thomas! Das musste ja so kommen. Schau mal, Stefan hat Regel Nummer 2 nicht vergessen. Mit dem Messer in der Hand wird nicht gerannt, denn wer schnitzt, der sitzt. Dadurch kannst du dich auch besser auf das Schnitzen und dein Messer konzentrieren und du vermeidest Verletzungen. Oh, Thomas, du übersiehst gerade die dritte Regel. Weißt du, welche ich meine? Nein! Schon wieder ist es passiert. Schau mal, Thomas, immer vom Körper wegschnitzen. Das ist ganz wichtig. Dazu gehört auch, dass du einen ausreichenden Sicherheitsabstand einhältst, damit du andere nicht gefährdest. Thomas, was machst du jetzt da? Was denkst du, was denn da passiert? Also beides ist wahnsinnig schmerzhaft. Also, gute Wahl. Denn die vierte Regel lautet, ein Messer wird nicht geworfen und ein Pfadfinder beschädigt nicht die Natur. Halt! Möchtest du ihm dein Messer wirklich so rübergeben? Nein, so auch nicht. Die fünfte Regel beschreibt genau, wie du das Messer richtig rübergibst. Immer geschlossen oder mit dem Griff voran und die scharfe Seite vom Körper weg. Ein Tag in der Natur macht hungrig, oder? Das Geräusch von Metall auf Stein tut nicht nur im Ohr weh. Du brauchst eine andere Unterlage für dein Messer. Das wäre auch schon die sechste Regel. Als Schneideunterlage verwende ich ein weiches Material, wie zum Beispiel ein Holz oder ein Kunststoffbrett. Stein, Metall oder Erde sind überhaupt nicht geeignet, weil sie das Messer stumpf machen und die Klinge beschädigen. Das war ein ereignisreicher Tag und du hast ihn nur mit ein paar kleinen Verlusten überstanden. Vor dem Schlafengehen noch schnell die Zähne putzen, denn Körperhygiene ist wichtig. Aber nicht nur deine Zähne müssen regelmäßig sauber gemacht werden, auch dein Messer braucht Hygiene. Nicht so, Thomas. Für die Pflege des Messers reicht Wasser und ein bisschen Seife. Um vor Rost zu schützen, kannst du noch ein paar Tropfen Öl auf die Schneide verteilen. Dann wäre das die siebte Regel. Gute Nacht und gut Pfad, lieber Thomas. Ja.
gerade habt ihr ja nun gesehen, wie wichtig es ist, die Schnitzregeln zu beachten und was passieren kann, wenn man dies nicht tut. Damit seid ihr nun gut gerüstet, um selbst mit dem Messer aktiv zu werden. Kommen wir also nun zur Herausforderung des Tages. Für die Herausforderung haben wir euch drei Ideen vorbereitet. Schwierigkeitsstufe 1 – der Wanderstock. Sucht euch einen schönen, geraden Stock, am besten vom Haselnussstrauch. Mit dem Messer könnt ihr nun verschiedene Muster in die Rinde schnitzen. Ein hübsch gestalteter Wanderstock kann euch das ganze Pfadfinderleben lang begleiten. Schwierigkeitsstufe 2 – das Boot. Für das Boot braucht ihr ein Brett oder eine dicke Baumrinde, zum Beispiel von der Kiefer. Zeichnet euch den Schiffskörper auf dem Holz an und dann könnt ihr auch schon mit dem Ausarbeiten beginnen. Das Schiff könnt ihr mit einem Mast und Segel am Ende cool dekorieren. Schwierigkeitsstufe 3 – der Löffel. Dafür braucht ihr ein dickes Stück Holz, am besten vom Ahorn. Die Löffelgröße richtet sich idealerweise nach eurem Hunger beim Essen. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Herausforderung und gutes, sicheres Gelingen. Wer kennt das nicht? Da schlägt man sich stundenlang durch den Wald, nur um dann vor einer Sackgasse zu stehen. Ich hätte mir doch die Wanderkarte mitnehmen sollen. Dabei dachte ich, dieser Kompass hier, der würde ausreichen. Aber tja, jetzt stehe ich hier an diesem See und wie komme ich da rüber? Eine Brücke wäre jetzt super praktisch. Oder wenigstens ein Boot. So wie dieses hier, aber das ist ein bisschen zu klein. Das in Originalgröße. Aber das habe ich jetzt nicht da. Das erinnert mich irgendwie an diesen Moment, wo Jesus über einen See mit einem Boot fuhr, um eine Brücke zu bauen. Keine Brücke aus Holz oder Steinen, sondern eine Brücke der Freundschaft. Da war so eine Person an einem Ort namens Gerasa auf der anderen Seite des Sees. Und dieser Mann brauchte Hilfe, um gesund zu werden. Alle in diesem Ort hatten Angst vor ihm, mochten ihn nicht und hielten sich so weit wie möglich von ihm fern. Aber Jesus war anders. Jesus war bereit, ihm nicht nur zu helfen, sondern mitten durch einen großen und starken Sturm hindurchzufahren auf dem See, um überhaupt zu ihm zu kommen. Dabei wurden er und die Jünger, die mit ihm waren, so richtig nass. Das war bestimmt nicht das schönste Gefühl der Welt. Die Wellen schlugen ins Boot und das Boot fing an, sich mit Wasser zu füllen. Wie nass wurden sie dabei? So nass. Aber das Nasswerden war es Jesus wert. Auf der anderen Seite angekommen, half und heilte Jesus dem Mann, und er wurde ein richtig guter Freund von Jesus. Wir wollen das auch tun. Wir wollen denen helfen, die Hilfe brauchen. Wir wollen Freunde sein für die, die alleine sind. Das kann vielleicht bedeuten, dass wir an der einen oder anderen Stelle nass werden, etwas Unangenehmes erleben, uns die Füße nass und die Hände schmutzig machen. Aber es ist es wert. Vielleicht gibt es jemanden in deiner Schule, in deiner Klasse, der alleine ist. Sei ihm ein Freund. Oder vielleicht gibt es die alte Frau in der Nachbarschaft, die Hilfe beim Einkaufen oder im Garten braucht. Dann hilf ihr. Lass uns Pfadfinder sein. Lass uns Pfadfinder sein,
und Brücken bauen. So wie es Jesus machte. Nicht Brücken aus Holz oder Stein, sondern Brücken der Freundschaft. Gut Pfad dabei. Halt, noch nicht abschalten. Gut, dass ihr noch da seid, denn es gibt ganz am Ende noch eine kleine Überraschung für euch. Aber jetzt noch ein paar Sachen. Erstmal möchte ich mich bedanken bei den Augsburgern, die einen richtig guten Videoclip vorbereitet haben. Auch Benni, vielen Dank für deine Andachtsworte, die ganz wichtig sind und eine unheimlich gute Botschaft beinhalten. Zu der Challenge des Tages. Ihr habt es mitbekommen, die Challenge des Tages heute ist es, etwas zu schnitzen, etwas mit dem Messer zu tun. Ja? Es gibt einen Messerführerschein und da gibt es einige Punkte und das findet ihr auf unserer Homepage, die unten eingeblendet ist, nochmal. Ein Dokument, wo alle Punkte dieses Messerführerscheins nochmal draufstehen zum Nachlesen. Und wenn ihr euch mit eurem Messer hoffentlich sachgerecht auf den Weg macht, dann tut das bitte in Abstimmung mit euren Eltern. Ja, also vor allem die Kleinen, bitte nicht einfach alleine, sondern macht es, besprecht das alles mit euren Eltern, damit nichts passiert. Und jetzt zum Abschluss. Bevor wir jetzt alles abschließen heute Vormittag, möchte ich euch sagen, wie es weitergeht. Heute Nachmittag geht es um 14.30 Uhr weiter mit einem Interview. Ich habe zwei Gäste und es wird live sein. Und zwar werden meine Gäste heute Nachmittag sein der Tisi, der Matthias Fenner, der Matthias Prüfer, der Matze und die Sandra Fenner. Und die werde ich heute interviewen und mit ihnen ein paar Sachen besprechen. Ich will noch nichts verraten. Heute 14.30 Uhr und der Tag beendet, wird heute abgeschlossen um 19.30 Uhr mit einem kurzen Abendabschluss. So, und jetzt zu dem Ende für heute Vormittag. Ich habe unseren beiden Obmännern, dem Tisi und dem Matze, eine Aufgabe mitgegeben. Ich wollte nicht einfach ganz so davonkommen lassen, denn die haben ja eigentlich nichts, nicht wirklich viel zu tun, wie wir jetzt gleich mal sehen werden. Hast du auch eine Mail von Bühni? Welche meinst du? Na, die, wo er fragt, ob wir alles vorbereitet haben. Ja, die Mail habe ich auch bekommen. Plätze abgesteckt. Ja, das dürfen sie diesmal selber machen. Ja, die Dienste eingeteilt. Was meinst du, Toilettenputzen? Ja, Mülldienst. Auch Nachtwache? Ja, und Zeltordner. Ja, aber das brauchen wir doch dieses Jahr alles nicht. Und der Küchendienst? Ja, das regeln die Eltern. Hm. Na, dann sind wir jetzt ja fertig. Eigentlich schon. Hey Jungs, ich habe ein bisschen Kuchen. Na, das wird eine chillige Stäber. Schaut das gut aus. Ja, ich habe dann dem Tisi und dem Matze gebeten, dass sie nochmal Folgendes tun. Und zwar müssen sie sich gegenseitig jeweils Witze erzählen, aber keiner darf dabei lachen. Ja, das war so die Idee des Ganzen. Und ihr werdet jetzt gleich mal sehen, was daraus geworden ist. Ich wünsche euch damit viel Spaß und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Kommt ein Mann in die Bar. Sitzen 22 Lilliputaner am Tresen. Sagt der Mann, was ist denn hier los? Ist der Kicker kaputt? Puh. Wo leben die meisten Gespenster? In Budapest. Den kapiere ich nicht. Nee. In Budapest. Ein Witz für die Stäbermatze. Ganz kurzer, nur ein Wort. Brennholzverleih. Musstest du das Aldi Nord Südzucker verkaufen? Du bist dran. Ich weiß.